Ja, also hätte man mich vor 2 Jahren gefragt, ob ich irgendwann mal in so einem Studio bin, also überhaupt in einem Studio und nicht zu Hause einfach nur irgendwas mache, das wäre nicht vorstellbar gewesen. 2013, 2014 ist sehr viel eingeprasselt auf mich, was eine große Wirkung hatte auf mich jetzt als Mensch. Und ich mich einfach dann auch nicht mehr wohlgefühlt habe in dieser Rolle. Das lag mir und das hat auch alles gepasst, aber es war nicht ich. Ich wohne jetzt seit einem Dreivierteljahr oder so in Berlin und da bin ich auch viel mit Alan. Durch die Tour sind wir zusammengeschweißt, haben immer über Strukturen, Sound, Wärme und alles geredet und da haben wir immer einen Nenner gefunden. Ich habe ja Lance 2011 kennengelernt schon. Auf dem Splash haben wir uns getroffen. Da war es mir eigentlich klar, dass diese Symbiose aus unseren beiden Styles ziemlich gut passt so, und dass man dann auch zusammen auf jeden Fall mal was machen sollte. Und dann haben wir uns da auch mal ein bisschen näher kennengelernt. Er hat mir auch einfach Dinge erzählt aus seinem Leben, die ich jetzt nicht unbedingt von Lance Butters erwartet hätte, wo ich echt so war, so, da steckt eigentlich echt noch ein bisschen mehr hinter. Das war sehr wichtig für mich, einfach jemanden zu finden, der die Figur, also den Menschen hinter dieser Maske auch kennenlernt. Und dann hat er mir über eine Ecke Jens vorgestellt und ich fand das unglaublich. Also das hat mich richtig umgehauen. Ja, als ich die Anfrage gekriegt habe von der Plattenfirma, dachte ich zuerst so, ja, irgendwie ist das so nicht mein Stil oder so ein bisschen zu altbacken und irgendwie hatte ich echt das Gefühl so, ja, sowas braucht doch die Welt irgendwie nicht mehr. Man hat so ein bisschen gebraucht, weil er natürlich auch seine Skepsis hatte, weil er dachte, da kommt halt sonst jemand auf einen zu, aber man hat einfach gemerkt so, nein, menschlich hat es halt einfach gefunkt, sage ich jetzt mal. Als wir dann zum ersten Mal im Studio waren, hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass da eigentlich eine sehr krasse Musikalität in ihm schlummert, die irgendwie noch nicht geweckt wurde, so. So. Kannst du das vielleicht mal in Moll versuchen oder so? Dass wir das so ein bisschen tiefer, dass das so ein Okay. bisschen So ein bisschen epischer mehr. auch, so ein Ja. bisschen Genau. Druck bekommt, dass es kerniger wird. Einfach sowas. Das ist es. Halte dich schon mal bereit, dass du jetzt so langsam gleich einsetzt. Ich habe so eine gewisse Vision vor Augen, dass das halt so einen gewissen Sound, so ein Standing hat, was sich halt gegenseitig trägt. Okay. Boah, das ist. Das klingt total warm. Jetzt mit dem Becken ein bisschen einsetzen noch, ja? Ja. Das ist das, was wir brauchen. Als wir dann in diese Gespräche verwickelt waren, haben wir eigentlich schnell gemerkt, dass Tim eigentlich ein sehr positiver Mensch ist und irgendwie eigentlich immer das Gute sieht im Leben. Und das hat sich dann auch sehr schnell in die Musik irgendwie übertragen. Und das merkt man auch und das spürt man auch jetzt. Das war's, Alter. Das ist genau das. Das ist genau das, Alter. Ich mache den Refrain im Feature-Song mit Lance. Er wollte dann auch teilweise so ein bisschen sich in diese Welt des Pops so ein bisschen darin austoben. Und dann bin ich einer von den, könnte man eigentlich schon sagen, zahlreichen Features da drauf, die dann auch mal so eine Hook einfach mal singen, so, weil das hatte man ja bisher einfach noch nicht so wirklich bei Lance. So der Refrain, halt so von wegen so dieses. Na 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 da da Das ist da cool, ja. da 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 nur mit meiner Gang oder so, Ja. nur mit meinen Das Jungs. Gangzeug finde ich eh grundsätzlich geil, so. Das Ja. ist ja jetzt so mittlerweile, kann man das ja auch sagen. Ja, Das es hat nicht dieses Negative direkt, nein, sondern nein, dieses eben auch nicht so Gang. dieses Gangster-Ding, sondern Ja. das ist halt so meine Clique, so halt Ja. meine Jungs, Nur so. mit meiner Gang zieh ich durch die Nacht, völlig ohne Plan und Oh das ja. ist alles, was ich Willst du hab. es schneller machen oder langsamer? Ich würde das schon so. Ja, genau so will ich das. Ja. Das ist einfach so Ja. wie als wenn man fliegt. Oh Weißt du? ja, so schweben meinst Ja, du. Genau, genau. okay, ja, so dass ich halt, ja, dass man schwebt. Das ist Ja. einfach, ja, das muss das irgendwie Das ist so ein erwirken. Song, weißt du, den hörst du so im Auto,
und einfach rast so richtig lang und es ist so. Ja, Kopf aus und einfach. Genau. Bam, ja. So. Zieh ich durch die Nacht, völlig unplan und das ist alles, was ich hab. Und ich tausche niemals, 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 yeah, yeah. Niemals, 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 yeah, yeah. Das wird so groß und das wird so laut, glaube ich. Also, weißt du, wie gesagt, ich sehe das schon so. Wir haben dann sehr viel Zeit verbracht zusammen und haben uns so rangetastet und haben dann einfach einen Sound gefunden, der meiner Meinung nach so noch nicht existiert. Wichtig, dass ich jetzt dieses Jahr und auch hoffentlich in 5 Jahren noch mit einem Sound auf der Bühne stehen kann, wo ich Leuten auch eine Vision geben kann und denen vielleicht helfen kann, auch in diese Richtung einzuschlagen und macht eher das, was ihr wollt und nicht, was ein Business oder eine Industrie von dir will, weil sie denken, haha, das klappt, weil im Endeffekt musst du dir morgens halt in den Spiegel gucken können und das war bei mir am Ende nicht mehr möglich. Nur mit meiner Gang zieh ich durch die Nacht. Völlig ohne Plan und das ist alles, was ich hab. Und ich tausche niemals, 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 yeah, yeah. Wenn der nicht abgeht, dann weiß ich also auch nicht. Mhm. Da können die alle sich mal umgucken auch. Ja. Ich hab noch ein Füllwort. Ein Füllwort brauche, also nicht ein Füllwort, aber eins, was ich ersetzen möchte, bitte. Schwelgen in Erinnerung, das sind so Phrasendrescherei-mäßig. Also, ich will genau das sagen, aber es soll ja nicht zu einfach verpackt sein. Taumeln ziellos in der, im Gästen, noch im Gestern. So. Durch taumeln, die Gassen oder so. Ja, taumeln ziellos in den Gassen von gestern. Ja, ja, oh ja. Weißt du? Ich mache mir da mal ein Vermerk hin, damit ich das dann in Reim umschreibe dann nachher. Ja. Aber in einer Stunde können wir eigentlich auch schon aufnehmen. Das ist auf jeden Fall das Beste, was wir im Team und auch für mich gemacht haben bis jetzt. Ja, Lenz Matters hat sich auf jeden Fall wahnsinnig weiterentwickelt in den letzten Jahren und man kann wirklich davon sprechen, dass er erwachsen geworden ist. Vorne ist der Weg, links, rechts interessiert halt da einfach nicht mehr.